Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitliga-Heimspiel der SG Dynamo Dresden gegen Eintracht Braunschweig. Die Partie endete mit 1:1. Ich begrüße alle Gäste in den VIP-Räumlichkeiten des DDV-Stadions sowie die beiden Cheftrainer hier vorne neben mir von Eintracht Braunschweig, Thorsten Lieberknecht, unser Gast, und unser Cheftrainer Uwe Neuhaus. Das erste Wort gehört dem Gast. Und wie fällt Ihre Analyse nach dem 1:1 hier in Dresden aus, Herr Lieberknecht? Ja, kurz, ich denke, es ist ein leistungsgerechtes Unentschieden gewesen. Beide Mannschaften hatten die Möglichkeit, auch noch den Siegtreffer zu erzielen, wie zum Schluss dann auch in diesen Kontersituationen. Und dementsprechend habe ich eine gute Reaktion gesehen meiner Mannschaft nach dem 1:0. Nachdem wir Schwierigkeiten hatten, am Anfang ins Spiel zu finden, wobei wir recht gut 5 Minuten drin waren, aber dann eben kam Dresden gut auf und so haben wir eine Reaktion gezeigt. Danach auch persönliche Reaktionen, Spieler, die noch nicht so in der Leistung drin waren, konnten sich dann auch steigern, und dementsprechend ist es leistungsgerecht und für uns jetzt auch erstmal okay. Vielen Dank für Ihr Statement. Uwe, wie fällt dein Fazit nach dem 1:1 gegen Braunschweig aus? Ja, absolut identisch, bin ich mit einverstanden. Ja, ich glaube, dass wir eine richtig gute Anfangsphase gezeigt haben. Die erste Halbzeit, so 30, 35 Minuten lang, haben wir Braunschweig das eine oder andere Mal in Schwierigkeiten gebracht. Ich glaube, dass es nicht so häufig vorkommt, dass Braunschweig derartig Probleme im hinteren Bereich hatte. Und ja, wir haben zwar nach dem Freistoß das 1:0 gemacht, aber ich glaube, dass es absolut verdient war. Und die zweite Halbzeit, glaube ich, ist so ein kleines bisschen dem geschuldet, was uns in den letzten beiden Spielen widerfahren ist. Ich habe mich selber dabei ertappt auf der Bank, so hoffentlich jetzt kein Gegentor, und ich glaube, dass es den Spielern auch nicht anders gegangen ist, nach einer guten Leistung diese dann in der zweiten Halbzeit zu bestätigen. Braunschweig hat schon Ende der ersten Halbzeit umgestellt, und das Problem auch dann, die letzten drei Gegner alle im 3-4-3 gespielt zu haben, dann auf dieses 4-2-3-1 zu reagieren, das haben wir vom Kopf her nicht so richtig vollbracht und nicht so richtig geschafft. Wir haben es hinterher so ein kleines bisschen mit der Brechstange wieder versucht, hatten dann noch ein Tor erzielt, muss ich mir auch angucken. Thorsten sagt, das war abseits. Ich glaube, weil Lumpi vielleicht vorne dran war, vorher dran war noch, wenn er ihn so durchlässt, ist es vielleicht nicht. Aber gut, ich finde auch, das war ein leistungsgerechtes Unentschieden, und da müssen wir jetzt beide mitleben. Danke. Uwe, danke für deine Analyse. Jetzt ist Zeit für Ihre Fragen, mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen. Dann kommt das Mikrofon via Frank Schmidt zu Ihnen. Sind Sie bitte so lieb, sagen Ihren Namen und das Medium, für das Sie arbeiten. Daniel Mau von der Braunschweiger Zeitung. Eine Frage an Thorsten Lieberknecht. Ich fand, Gustav Waldzweck war einer der Spieler, der sich in der zweiten Hälfte gesteigert hat. Wie sehr hat es Sie auch gefreut, dass er jetzt endlich auch sein erstes Tor für Eintracht Braunschweig erzielt hat und dass er auch, glaube ich, selbst erzwungen hat, diese Ecke so ein bisschen? Ja, er hatte den Lauf davor gehabt. Da schon die Torchance, die abgeblockt worden ist, dadurch die Ecke. Und dann kam auch, das ist ja auch wichtig, ja, wir haben ihn da vorne drin, wissen, dass er kopfballgefährlich ist, Kopfballgefahr ausstrahlen kann, aber der Eckstoß muss halt auch kommen. Wenn die natürlich in Kniehöhe reinkommen, so in den letzten Wochen, dann ist es schwierig für ihn. Heute kam auch der Eckball gut rein, und dementsprechend hat er dann auch das Ding gut vollendet. Und wir haben lange gewartet auf sein erstes Tor, deswegen freuen wir uns umso mehr, dass ihm das heute gelungen ist und er dann auch mitten gerannt war, gerade zum Schluss. Wir haben dann in der Viererkette dann auch kurz umgestellt, ihn von der linken Innenverteidigung auf die rechte Innenverteidigung zu ziehen, gerade was die langen Bälle angeht, auf Bergo und zum Laba. Da hat er dann auch nochmal Präsenz gezeigt. Also ja, schön. Da gibt es noch eine Nachfrage, dann das Mikrofon nochmal zu Ihnen. Gar nicht eine Nachfrage, aber zum anderen Spieler, der gar nicht im Kader stand, Quirin Moll, war ein bisschen überraschend. Hat er sich irgendwie noch verletzt oder... Ja, was ich genau? Ich hab vorhin Krampfer versucht zu sagen, was er hat. Schulter, Ecke, Längssprengen. Ich kann es schon wieder nicht aussprechen. Schwere Schulterverletzung. Ist gestern im Zweikampf umgefallen auf die Schulter und sieht wohl auch nach Langzeitverletzung aus. Schulter, Ecke, Längssprengung. Das ist ein schwieriges Wort für den Pfälzer. Tossi 3, nee, bin ich ausdrücklich schon informiert worden, es gibt es nicht mehr bei uns, Tossi 3, hat einen anderen Namen. Also Schulterverletzung.
dann gute Besserung auch von uns an Molly, dass er schnell wieder auf die Beine kommt. Schade, dass es mit seiner Rückkehr nach Dresden wieder nicht geklappt hat. Ja. Gibt es weitere Fragen zum Spiel? Tim Schlegel, Bild Dresden. Herr Neuers, man sagt immer so schön, nach einer Führung möglichst noch das 2:0 drauflegen, alles daran setzen, dass es fällt. Ist das von Ihnen geschilderte Kopfkino vielleicht auch ein bisschen der Grund dafür gewesen, dass man sagt, nee, jetzt erstmal verwalten, warum sollen wir da jetzt alles nach vorn werfen, wenn die Braunschweiger bis jetzt auch noch nicht so viel getan haben? Könnte das, was in Ihrem Kopf vorgegangen ist, in den Spielern ähnlich vorgegangen sein? Also meine letzten Worte vor dem Rausgehen waren genau: Denkt dran, nicht verwalten, sondern wir gehen auf das zweite Tor. Nur dann die Umsetzung ist natürlich dann wieder der schwierigere Teil. Ja, ich denke ja, dass wir es schon versucht haben, aber vielleicht haben wir auch immer so ein bisschen drauf gewartet, dass Braunschweig noch ein bisschen mehr öffnet, noch ein bisschen mehr lockert. Damit sind wir nicht gut umgegangen. Das haben wir heute nicht geschafft. Tino Meyer, Sächsische Zeitung. Herr Neuers, wie bewerten Sie das Ergebnis, also den einen Punkt? Lumpi Lambert sagt, es fühlt sich ein bisschen wie eine Niederlage an. Wie fühlt es sich für Sie an jetzt so kurz danach? Na, so wie ich es gesagt habe, ich glaube, dass es leistungsgerecht ist. Und klar kann man immer sagen, wenn man 1:0 in Führung liegt, wir haben nach einer Standard ein Tor erzielt, kassieren dann nach einer Standard den Ausgleich. Dass es ärgerlich ist, in den Vorsprung nicht über die Zeit gerettet zu haben, aber dafür ist so ein Fußballspiel 90 Minuten lang und ja, die Leistung über 90 Minuten, die muss konstant sein und dann hätten wir es auch verdient, aber das haben wir nicht schaffen können. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann nochmal ein großes Dankeschön an alle Zuschauer, die die kurzfristige Spielverschiebung um 2,5 Stunden in Kauf genommen haben und trotzdem ins Stadion gekommen sind, unseren Gästen aus Braunschweig einen angenehmen und sicheren Heimweg und viel Erfolg für den Rest der Runde. Tschüss. Thank you.